Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen kleinen Projekt und zwar zu Farmers Dynasty. Das Spiel ist jetzt vor ein paar Tagen erst rausgekommen aus dem Early Access. Das gibt schon eine ganze Weile auf Steam zu erwerben und hat jetzt endlich eine Release-Version bekommen vor wenigen Tagen. Und da würde ich dann doch ganz gerne mal mit euch reinschauen. Ich bin jetzt seit, ja auch so seit 2 Jahren, so ein bisschen auf dem Farmer-Trip. Wir hatten schon den Farming Simulator ein bisschen gespielt, aber auch den Farm Manager vor 1,5 Jahren war das, glaube ich, was auch ziemlich cool war. Und Farmers Dynasty soll wohl, ich habe die letzten Monate nur mal ein bisschen reingeschaut bei ein paar Leuten, aber nur, ja, auch wenig, weil ich mir nicht so viel vorwegnehmen wollte, weil das Spiel dann doch so eine kleine Story mitbringt und soll wohl so eine kleine Mischung aus Stardew Valley und, ja, den Farming Simulatoren sein. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Ich habe jetzt bloß am Anfang ganz kurz mal 2-3 Minuten reingeschaut, weil es selber jetzt nicht was los ist, was gemacht werden muss. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los, lädt kurz. Das Spiel ist nicht unbedingt das Schönste, gebe ich zu, aber hat andere Qualitäten. Schauen wir doch mal. So, da sind wir schon. Da vorne ist Oliver, der kommt gleich auf uns zugelaufen und quatscht uns erstmal zu. Ah, okay, wir müssen hingehen. Hallo, ich bin dein Nachbar. Ich heiße Oliver. Ich habe mich um diesen Hof gekümmert, seit dein Großvater gestorben ist. Schön, dich kennenzulernen, Oliver. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Das ist also mein Erbe? Ja, dieser schöne Hof und das Land gehören jetzt dir. Willkommen in unserem Kreis. Danke. Ich weiß nicht viel über die Landwirtschaft, aber ich lerne schnell. Ich bin sicher, du passt dir gut rein. Wir sind alle gute Leute und helfen einander. Folge mir bitte. Ich führe dich herum. So, das ist ja ganz nett, ne? Das kennt man aus. Ja, ich komme gleich. Und ich bin der Meinung, der Oliver, der hat 2 verschiedene Stimmen bekommen. Mal genau hinhören. In diesen Zwischensequenzen, so wie gerade, klingt die manchmal anders, als wenn man den jetzt zwischendrin anquatscht. Wir reden später. Oder? Ist auch ein bisschen leiser? Noch nicht. Entschuldigung. Aber die Stimme klingt viel anders, oder ganz anders, als die von eben. Na gut. Wie du siehst, ist der Hof in schlechtem Zustand. Ein paar Reparaturen wurden bereits gemacht. Genau. Wir können auch viel reparieren. Man sieht schon hier und da, da fehlt überall ein bisschen was, da ist was kaputt. Und hier, das soll ganz cool Haus gemacht sein. Das Dach muss repariert werden, aber du kannst hier erstmal schlafen oder auch Essen lagern. Okay, wir können Essen in unserem Haus lagern. Du Wer hätte das Hof gedacht? Selber renovieren. Bald wirst du wissen, wie das geht. Ja, in ungefähr 2 Minuten ist es soweit. Dann wissen wir, wie wir reparieren können. Folge mir. Okay, das ist unsere Hütte, gar nicht so verkehrt. Wir folgen ihm erstmal. Wir schauen uns später ein bisschen um. Hier ist die Garage für Fahrzeuge. Sie ist jetzt leer. Aber ich bin sicher, dass du sie sehr bald brauchen wirst. Dein Großvater hat das obere Stockwerk nicht mehr ausgebaut. Aber wenn du dir die Baumaterialien leistest, kannst du es selber fertigstellen. Cool. Man kann nämlich mit der rechten Maustaste so ein bisschen ranzoomen. Und das wird dann, glaube ich, auch gleich noch wichtig. Das hat noch mehr Funktionen. Man sieht dann oben direkt so einen Kompass. Und dann auch die Sachen, was das alles so gibt. Da irgendein Lagerfeuer, irgendein Haus. Da ist unsere Hütte. Kuhstall da hinten. Gut, ich komme. Dies ist deine Scheune. Sie ist jetzt leer, aber hier kann das Heu für die Tiere lagern. Aber erst diese Löcher schließen, sonst wird alles nass und das Heu kann faulen. Ja. Die Tiere deines Großvaters wurden alle verkauft. Du musst selber welche kaufen. Ja, wir schauen uns später um. Ich komme. Der Kuhstall ist alt und bedarf etwas Arbeit, aber er ist noch stabil. Du kannst die Reparaturen und Verbesserungen selber vornehmen. Versuche erst, die Löcher zu schließen, sodass die Tiere gesund bleiben. Ich sehe, du bist vorbereitet und hast eigenes Werkzeug. Gut, versuche, diese Tür zu reparieren. Sie ist blockiert und geht nicht auf. So, und genau bis hierhin hatte ich vorhin gespielt. Wir sollen jetzt unser Werkzeug nutzen, um die Scheune, beziehungsweise in dem Fall die Tür, zu reparieren. Und das Spiel erklärt einem auch erstmal nicht, wie es geht. Aber wenn ich hier auf Tab gehe, dann haben wir hier
können wir direkt ein paar Sachen wählen, beziehungsweise ja, jetzt am Anfang wahrscheinlich nur halt nichts oder das Reparaturwerkzeug. Und dann würde ich sagen, ja, wunderbar. In Ordnung. Sie sollte sich jetzt öffnen lassen. Auf geht's. Ich weiß nicht, ob man das so durchschalten kann, die Werkzeuge. Habe ich noch keine Taste gefunden oder ob ich jedes Mal in das Menü muss. Wo ist er denn? Dort. Na, dann mache ich mal wieder zu. Ich muss auch mal... Ich habe die schon relativ weit runter gedreht, aber die geht nicht weiter runter. Ich mache jetzt erstmal die Musik aus. Die ist mir ein bisschen zu laut. Wenn er nämlich spricht, verstehe ich ihn kaum. Geht jetzt nicht darum, dass die eventuell von der GEMA oder irgendeinem Scheiß da lizenziert ist. Um dort hochzuklettern und das Dach zu kontrollieren. Stelle ein Gerüst auf. Okay. Cool, machen wir. Sondern weil die mir gerade wirklich einfach zu laut ist. Ich glaube auch nicht, dass die lizenziert ist. So, Gerüst. Okay. Ah. Ah, guck an. Verschiedene Stellen, wo man das dann hinbauen könnte. Wie oft soll ich das... Achso, ich hätte nur hier vorne eins hinbauen sollen. Ah, okay, weil da auch die Treppe dann rankommt. Okay. Kommt auch gut weg bei Steam. Kostet irgendwie 25 Euro oder so. Finde ich auch ganz fair. Wie schaut's dort oben aus? Komm runter, wenn du fertig bist. Alles klar. Komm mal gleich. Mach noch eben das Dach wieder fertig. Folge mir. Am Anfang kostet das anscheinend nichts, wenn ich erstmal provisorisch die Lücken hier schließe, so wie das aussieht. Aber man sieht ja, hier ist noch ein bisschen mehr Dachpappe oder so ein Kram drauf. Was wir dann später bestimmt noch mal erweitern können. Wenn ich jetzt einmal hier oben bin, dann machen wir das Dach direkt fertig. Aber später muss man dann halt wirklich das ganze Baumaterial ranschaffen, hochschleppen und dann kann man weiterbauen. Ja, ah ja, okay, auf der Seite auch noch. Dass wir die ganzen Hütten erstmal dicht kriegen, würde ich sagen. Sieht noch nicht schön aus, aber die sollten erstmal halbwegs dicht sein. Das ist dicht, das hier, ne? Okay. Und noch ein Nagel, wunderbar. Gut, das Gerüst könnte ich das hier stehen lassen oder hatte ich da unten jetzt irgendwo was zugebaut? Okay. Bin mir nicht sicher, ob ich noch mehr Infos kriege, wenn ich in dem Fall die Ingenieursansicht ist das, wenn ich die drücke. Aber vom Reparieren ist das Gleiche. Ja. Ach so, da sehe ich bloß auf die Entfernung hin, was kaputt ist. Ah, okay. Ich würde jetzt am liebsten die Hütte direkt fertig machen. Die Scheune. Entschuldigt, ist keine Hütte, ist eine Scheune. Aber wir können auch erstmal dem Oliver folgen. Wo ist denn der da hinten? Dann packe ich das mal weg, wobei wir das bestimmt gleich wieder brauchen. Jetzt überlege ich, kann ich so ein Gerüst, kann ich das wieder abbauen? Geht das nur mit dem Gerüst in der Hand? Nee. Ah, mit dem Gerüst in der Hand sehe ich dann auch, wenn ich die rechte Maustaste drücke, wo ich das hinstellen kann. Das ist ja geil. Hier ging es ja nicht, ne? Hier hatte das ja nicht funktioniert. Ich vermute mal, da ist der Baum im Weg. Ja, wobei, da geht's. Hier geht's nicht, wahrscheinlich wegen dem Schollentor oder so. Das ist ja interessant. Aha. Okay, na gut, wir lassen das jetzt erstmal dort stehen. Du kannst das geerntete Getreide im Silo lagern.
So kann es später verwendet oder verkauft werden. Vergiss nicht, das Silo zu reparieren, bevor es genutzt wird. Gute Idee. Oh, ich wollte jetzt nicht so ein Ding in den Kopf jagen. Ja, das läuft ja sonst raus. Da würde ich sagen, bauen wir das mal direkt wieder ein bisschen zusammen. Ah, jetzt hat er auch was anderes in der Hand. Nicht diese Nagelpistole. Ist das hier? Ach nee, das ist okay. War da oben noch ein Loch? Nö. Jetzt stand da links oben irgendwas, ich konnte es aber nicht lesen. Sozialpunkte 1520 Euro haben wir. Dosenmilch, Fisch mit Tomatensauce, nee, in Tomatensauce, Milch, ein Apfel und Tomate, Nahrung, Schlaf, okay. Ah ja, okay, dann könnte ich das hier unten essen oder auch trinken. Hofstatistiken schauen wir uns nachher auch mal an. Oh, ein Gewächshaus. Ich empfehle euch übrigens das Gewächshaus anschauen. Hier kann etwas Gemüse angebaut werden, um schnelles Geld zu verdienen. Es müssen aber noch diese Löcher geschlossen werden, damit die Pflanzen optimal wachsen können. Löcher sehe ich gerade aktuell gar nicht. Ein bisschen Rost. Nur wirklich nur ein bisschen. Die Tür gar nicht auf. Genau, was ich noch erzählen wollte, ich empfehle euch, wenn ihr das selber spielt, die Tiefenschärfe auszuschalten. Weil die dann auch in der näheren Umgebung sehr vieles unscharf macht, gerade auch die Oberleitung dort hinten. Dein Großvater hat bereits Material zum Reparieren gekauft. Du kannst es verwenden, um das Gewächshaus so gut wie möglich zu reparieren. Okay, wunderbar. Das sieht dann wirklich ein bisschen dämlich aus mit der Tiefenschärfe. Verwende Stahlplatten, um zumindest die Tür des Gewächshauses zu reparieren. Habe ich die jetzt aufgenommen? Umbauen Metall. Ich drücke E, aber ah, okay, jetzt macht er das alleine. Das dort ist wahrscheinlich so eine Stelle, wo dann das benötigte Material hin muss. Na, wird ja langsam, ne? Ach, guck mal, jetzt können wir rein. Oh, kann ich hier drüber hüpfen? Ja, ist ja schon ein bisschen was. Setzlinglager. Was haben wir denn? 10-mal Tomaten. Okay. So, M haben wir noch die Karte, wurde uns auch empfohlen, dass wir da mal reinschauen sollen. Home Sweet Home. Verwende Stahlplatten, um zumindest die Tür des Gewächshauses zu reparieren. Das haben wir eigentlich gemacht. Oder fehlt noch was? Du bist sehr gut darin. Okay. Ich bin sicher, dass du dich hier auf dem Hof gut machst. Ich habe vielleicht sogar selber einen Job für dich. Worum geht's? Warum kommst du nicht zu mir rüber und reparierst meine Scheune? Es geht vor allem um das Dach. Aber auch ein paar Wände müssen repariert werden. Ich habe nicht viel Geld, aber ich gebe dir meinen alten Traktor als Bezahlung. Ich bin sicher, du kannst ihn brauchen. Oh, guck mal, mit Entscheidung. Hätte ich ja nicht gedacht. Hört sich gut an, ich kümmere mich darum. Danke, aber nicht jetzt. Doch, das machen wir. Da haben wir schon mal einen Traktor. Hört sich gut an. Ich kümmere mich drum. So, neue Mission, hilf Oliver, machen wir. Ich gehe jetzt wieder nach Hause. Viel Glück. Und wir sehen uns. Wir sehen uns. Ich komme dann vorbei. Kann ich denn irgendwo sehen, wie viele Stahlplatten das hier noch sind? Oder? Da steht ja auch immer Aufnehmen, aber das geht nicht. Ach, guck mal. Du hältst 1000 Sozialpunkte. Wo ist denn der jetzt da hinten? Erneuere deinen Hof komplett. 20.000 Sozialpunkte. Bin mal gespannt, was man damit noch machen kann. Da ist Oliver. Ah ja, okay. Kann ich denn... Ach, guck mal. Tja.
Na doch, hat schon ein bisschen was zu bieten. Ich kann da nicht rein und... Ah doch, reinzoomen geht. Uiuiui, da muss ich aber oft. Was ist das hier? Mähwerk? Ich glaube aber, das dauert eine ganze Weile, bis wir den Hof komplett... Da ist ein Stern. Bis wir den Hof komplett fertig haben. Ich rede mit dem Fremden, mit John. Da ist eine Bushaltestelle. Okay. Ich kann auch keine Wegpunkte setzen, aber John war ja irgendwo in die Richtung, oder? Süden? Oliver meinte ich. Nanu? Was ist das denn? Bienen? Bienenstock aufstellen. 250 Euro. Ich weiß nicht, wofür wir das Geld noch alles so brauchen. Ich gehe erstmal zum Pfeil und folge dem. Vielleicht haben wir irgendwo doch schon ein kleines Auto, aber ich vermute nicht. Was haben wir hier noch? Oh, nett. Ich kann ja hier und da schon ein bisschen reparieren. Hier auch mal die Löcher zumachen. Ist jetzt natürlich am Anfang immer wieder ein bisschen schwierig, weil man nicht weiß, worauf es jetzt erstmal ankommt, was sinnvoll wäre, aber ich denke mal, das Spiel führt uns ein bisschen durch. Okay, ich bin da. Okay. Da wäre John. Wir gehen erstmal in unser Häuschen rein. Kann ich denn hier irgendwas? Ich guck mal direkt von außen, ob da was kaputt ist. Ja. Achso, der hat wieder seine Werkzeuge abgelegt. So, plus eine kleine Reparatur. Ja, da fehlt schon eine ganze Menge noch. Innen drin wahrscheinlich auch. Huch. Oh, das ist ja nett. Hat er sich nicht gerade bewegt? Nö. Weiß jetzt nicht, ob das sinnvoll ist. Ich vermute nicht. Da haben wir doch einen kleinen Truck. Tür kann ich nicht reparieren. Okay, vielleicht haben wir ein Telefon oder sowas in unserem Haus. Wir gehen mal rein. Ach herrje, hier sieht es ja aus. Ach du Scheiße, ist das eine Tapete oder? Tatsächlich. Aber steil runter. So. Noch ein paar Konserven, wunderbar. Noch mehr. Irgendwo noch Löcher. Halt. Ach ne, ich dachte, da ging es noch in die Ecke hinter. Gut, da geht's also in den Keller. Was haben wir hier? Schlafzimmer? Und die ist gut, die ist schön groß. Eine große Badewanne. Ein nicht spiegelnder Spiegel. Okay. Ach du Scheiße. Ich hoffe sehr, dass man sich neue Einrichtungen auch dazu kaufen kann später. Okay.
geht nicht. Das sieht hier überall gleich grässlich aus. Ach, je. Na gut. Regelmäßig schlafen, verhilft dir zu guter Gesundheit und Energie für die Arbeit. Kombiniere Schlaf mit gutem Essen. Du könntest Jobangebote verpassen, wenn du hungrig und müde bist. Ah ja, guck mal. Da war doch noch ein Loch, sonst zieht das hier. Ach, Innen- und Außenwände gibt's. Ah, okay. Was ist das? Ah, da gehen wir gleich mal hoch. Erstmal das, was ich jetzt so grob sehe, das machen wir erstmal alles. Das ist also unser Schlafzimmer. Ist das schon ein Ehebett oder lebt man da gerade in Trennung? Wie ist das? Ich weiß es nicht. Zack, das ist die schönste Tür, die ich bisher gesehen habe in dem Spiel. Die sieht wirklich gut aus. Okay. Finde ich sehr interessant, die Geschichte mit dem Reparieren. Okay. Aus welchem Jahrhundert das Teil ist, weiß ich nicht. So, dann würde ich sagen, stellen wir draußen nochmal ein Gerüst hin und dann klettern wir nochmal aufs Dach. Aber vorher gehen wir mal... Ach, obwohl, das können wir doch von hier machen. Oh! Eine Schatztruhe? Ein silberner Ring? Teurer Gegenstand? Perfektes Geschenk für eine Frau. Fisch in Aromaöl. Das macht mich jetzt neugierig, ob es noch mehr Schatztruhen gibt in der Spielwelt. Finde ich auch gut. Bisschen was zum Suchen, das gefällt mir eigentlich immer. So, dann machen wir erstmal wieder das Dach fit. Das hatten wir gerade. Ich dachte gerade eigentlich noch, hier wäre ein Loch, aber das ist ja der Weg nach unten. So, ja. Braucht man gar kein Gestell, noch besser. Weiß nämlich aktuell noch nicht, wie man die wieder wegbekommt. So. Das wäre das. Ja, am besten müssten wir eigentlich zu Oliver laufen, wenn der uns einen Traktor mitgibt, dass wir seine Scheune reparieren. Dann brauche ich da jetzt nicht mit dem Auto hin. Dann steh... Guten Tag, ich grüße Sie. Dann stehe ich nämlich nachher mit zwei Autos da. Ich muss nochmal schauen. Das nächste Gebäude, das ist John. Der Fremde, dessen Namen wir schon wissen. Feldinfo. Eigentümer ich. Ah ja, okay. Feldgröße 0,9 Hektar, 0,8. Gepflügt und kultiviert, nicht gedüngt. Weizen 100%. Bereit zur Ernte. Oh ja, ich würde sagen, ich sprinte mal, mache mich mal auf den Weg zu Oliver. Kann ich hier ein paar Äpfel nehmen? Ich nehme mal ein paar Äpfel mit. Vielleicht können wir dir unterwegs auch jemanden in die Hand drücken. Ich weiß nicht, inwieweit das sozial... Es gibt ja Sozialpunkte, aber inwieweit das ausgebaut ist, weiß ich überhaupt nicht. Ob man vielleicht auch später heiraten kann oder sogar Kinder zeugen und so ein Kram. So, Oliver ist da hinten irgendwo, da muss er wohnen. Ich würde sagen, wir folgen den Strommasten.
Der braucht ja auch Strom, die führen uns schon zu ihm. Oder auch nicht. Ich glaube, wir müssen... Da müsste er wohnen, da hinten irgendwo. Sieht es jetzt, naja, doch, sieht schon ein bisschen besser aus, aber ja, doch, sieht schon deutlich besser aus bei ihm. Okay, ach ja, jetzt wird mir auch direkt das Ziel angezeigt. Hat er schon ein Gerüst stehen oder? Oliver, das ist aber nicht das Teil, was er mir versprochen hat, oder? Das fährt auch nicht mehr. Na gut. So, das reicht. Da kommen wir hoch aufs Dach. Ich weiß nicht, wie es mit Fallschaden aussieht. Ich hänge. Ich komme da nicht vorbei. Wahrscheinlich muss ich da nochmal ein Gerüst hinstellen. Nee, ich komme auch so nicht vorbei. Doch, jetzt, okay. Gut, dann machen wir mal sein Dach wieder klar. Dann redet er hoffentlich nochmal mit uns. Und dann hoffe ich doch sehr, dass er irgendwo in einer der anderen Scheunen noch was Gescheiteres stehen hat als das. Ich hänge schon wieder. Ich glaube, für die grundlegenden Sachen, um Gebäude oder was auch immer erstmal wieder grundlegend herzurichten, braucht man wahrscheinlich keine Mats oder keine Baumaterialien. Aber für erweiterte Konstruktion oder Verbesserung braucht man dann bestimmt, je nachdem, irgendwas anderes, wie diese Metallplatten da für das Gewächshaus. Nee, waren sogar noch 4. Wir können gleich mal in unsere Hofstatistik schauen. Vielleicht steht da irgendwas drin, ob wir irgendwo noch... Ich gehe nämlich mal davon aus, dass die Metallplatten nicht unendlich vorhanden sind beim Gewächshaus, sonst könnten wir das theoretisch schon komplett fertig machen. Okay, das war's doch jetzt, oder? Ja. Ach! Der meinte, die Scheune reparieren und nicht nur das... Ja, irgendwie ist da ein Fehler, dass ich da nicht richtig durchkomme. Die Scheune reparieren und nicht nur das Dach. Das heißt, ist da drin vielleicht noch, oh, aua. Irgendwas kaputt oder da am Eingang? So. Die Seite noch? Oh. Da können wir uns ja ein bisschen was für unseren mitnehmen, ne? So, Oliver, hier, ich mache deine Tür noch wieder alle zu. So,
Bevor wir da jetzt hingehen, die Hofstatistik, da wollte ich reingucken. Getreidesilo, ja. Ach, guck mal, Garagen, nein. Reparierte Hofgebäude. Ah, okay, gut. Felder in Besitz 2, wachsendes Korn, Weizen und Raps. Samen gelagert, 740 Kilo Weizen. Dünger 220. Vorräte Kavertex. Dünger ist das, ja, dachte ich mir. Getreidesilo, Getreidelager, Kraftstoff auf Lager, auch noch 40 Liter. Okay, Hühner im Besitz 0, Hähne im Besitz 9, Enten, Gänse und Tauben. Keine Eier verfügbar. Okay, was haben wir da oben noch? Hunde, Katzen im... Oh, ey, geil. Hunde und Katzen, wir machen so ein... Vielleicht kann man da mehr als jeweils ein, zwei anschaffen, dann ballern wir uns den ganzen Hof mit Tieren voll. Kühe im Besitz. Okay, aber da stand jetzt nichts von... Komm, wir essen mal einen Apfel. Haben wir uns verdient? Einen Apfel nach den Reparaturarbeiten. Ja, okay, haben wir 4 Äpfel gegessen. Ach, guck mal, der arbeitet sogar. Oh. Hallo. Emily. Ich gehe mal davon aus, dass seine Frau ist. Tag. Guten Tag. Lust zu handeln, das ist wirklich ein schöner Ort zu leben. Ja, jetzt, seitdem die Scheune neu ist. Haben Sie schon die neuesten Nachrichten gehört? Lust zu handeln? Absolut. Die typischen Klamotten zum Farmleben hat sie an. Was ist denn das? Pralinen. 120 Euro Pralinen? Ne. Teurer Gegenstand. Perfektes Geschenk für eine Frau. Hier, Emily, ich habe da einen Ring für dich. Hallo. Oh, hallo. Sei nicht so überrascht, ich stehe schon seit 2 Minuten vor dir. Das ist wirklich ein schöner Ort zu leben. Ja, ich liebe die Landschaft. Viel Glück. Wir sehen uns. Tolles Gespräch. Danke, Emily. Sieht gut und solide aus. Danke. Nun, ich habe nicht viel Geld, aber ich habe dir den alten Jack Bear dort drüben versprochen. Er gehört dir. Das sollte reichen, bis du dir einen neuen Traktor leisten kannst. Aber du kannst jetzt zumindest mit der Feldarbeit anfangen. Ja, mein Kapital ist ziemlich gering, aber ich glaube, ich brauche weitere Landmaschinen. Du solltest mit den Menschen reden. Ich bin sicher, dass viele etwas Arbeit für dich haben. Du brauchst einen Pflug und vielleicht eine Sämaschine und ich habe bereits eine Ackerfräse auf deinem Hof gesehen. Viel Erfolg bei der Landwirtschaft. Ich werde mich umsehen. Danke. Bräuchte ich nicht erstmal was zum Ernten? Ich meine, die beiden Felder sind voll und erntbar. War den neuen... Ach, herrje, das ist er. Yay. Ist auch geil, wie der da drauf sitzt. Das gefällt mir. 520 Euro. Achso, guck mal, wir haben sogar... Das Ding hat sogar ein Tempomat. Sogar ein bisschen Geld bekommen. Oh. Okay, ich würde sagen, wir fahren das Teil noch nach Hause. Obwohl, hat der eventuell noch was für uns? Nö. Da oben, Clara. Belohnung Pflug. Nee, ich glaube, ich fahre in der Perspektive. Zumindest jetzt, wenn wir noch nicht übers Feld kreisen. Wir fahren mal zu Clara. Wir brauchen ja den Pflug, da können wir den vielleicht hier gleich anhängen an das Teil. Kommt da einer? Nö. Hört sich halt mit Maustastatur ein bisschen sperrig. Ich hab's mit dem Gamepad, wollte ich es eigentlich ursprünglich spielen, aber der erkennt an meinem Gamepad nur den linken Analogstick und mit dem rechten kann ich nichts machen. Ich muss mal gucken, irgendwo noch ein Xbox Gamepad rumliegen. Damit geht's dann vielleicht eher. Schauen wir mal. Hier fällt eine Frau auf ihrem Hof auf, vielleicht wäre es nett, Hallo zu sagen. Oh, wo ist sie denn? Ach, da hinten. Und da zeigen wir uns doch direkt mit unserem geilen Traktor.
Schön, Sie zu sehen, mein Lieber. Würden Sie mir helfen? Was kann ich für Sie tun, gnädige Frau? Mein Bruder ist geschäftlich unterwegs. Er sollte bereits vor einer Woche zurück sein, aber er ist immer noch eingespannt. Ich brauche jemanden, der meine Felder pflügt und kultiviert. Könnten Sie das bitte machen? Nutzen Sie den alten Pflug bei der Scheune dort. Sie können ihn behalten, wenn Sie fertig sind. Mein Bruder wollte sowieso einen neuen kaufen. Ich verspreche nichts, aber ich schaue, was ich tun kann. Herrlich. Oh. Ist das der Bruder, der gerade keine Zeit hat? Okay, ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Das war's dann für heute für die erste Folge. Erstmal und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.